Jo, was geht ab, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal, und zwar zu Call of Duty World War 2 Beta. Wir zocken das ganze Ding auf der PS4 Pro. So, die Beta sollte eigentlich heute schon um 19 Uhr anfangen, aber irgendwie ist die jetzt schon angefangen, ich weiß nicht warum. Aber ich nehme das mal so hin. This is headquarters. Your home away from home and the center of your time here off the front line. If you're not out there in the field, this is your place to advance your career. So gear up. Train hard, get to know your fellow soldiers. We're well supplied, but you've got a lot to learn. Every man and woman on this beach knows this was just the first step in pushing back the Germans. We're counting on you to help us push through to the Rhine. Okay. I'm Captain John P. Andrews, and I'm here to recruit you to the U.S. Army Infantry. As infantrymen, you will experience more combat than any other branch in our multinational force. You will be the tip of the spear. For that reason, you'll receive individual skills training and be made fit to fight. The instruction you'll receive emphasizes individual rifle marksmanship and hand-to-hand combat, so you will be able to engage the enemy at any range. At longer engagement distances, you'll rely on your skills as infantry riflemen to destroy the enemy. Up close, you will receive instructions on how to fight with the bayonet. Sweat in training saves blood in battle. As long as you have your brothers in arms and your rifle, you are unstoppable. And if something tries to stop you, show them what a bayonet can do to anything in the way. Let's get to work. Okay. Gewehr, Bayonett, Infanterie, okay. Welcome to the Airborne. We are the most well-trained, physically fit, and battle-ready unit in the U.S. Army. Being a Sky Soldier requires peak physical fitness, mental and emotional toughness, and unhesitating courage. It doesn't get any more dangerous than this. We're the first in the fight, and we're the last thing opposition wants to see. We are hunters from the sky. If you think you've got the guts, then gear up, get on board, and let's go kick some Axis ass. MP Schalldämpfer. Okay. Pay close attention. The sooner we get the introductions out of the way, the sooner we can get to blowing things up. My name is Major James Parks of the Royal British Armored Division. Our armored forces have one mission, and one mission only: engage and destroy the enemy. We specialize in direct combat with opposing armored forces, strong points, and fighting positions. And we're also frequently called upon to provide for direct fire support for our comrades in the infantry. A weapon that is issued in our branch down to the squad level is the light machine gun. As a member of the armored division, it will be your duty to clear the way for our brothers in arms. If we don't do our job, then they can't do theirs. We fight for king and country, but most of all, we fight for each other. It is an honor to be armored. Never forget that. LMG, Zweibein, Panzer, Divisionswaffe ist geheim, okay? Welcome, soldiers, to the Canadian Mountain Division, the most elite unit in the entire Allied Armed Forces. If you want to run headlong into access strongholds, try the infantry. But if you want to make your shot count, then we have a place for you. You are the eyes of the unit. You take in everything. The whole world lives between your crosshairs. Find your vantage point and execute the mission. They can't hear us, they can't see us. By the time they detect us, it's too late. If you have a keen eye and a steady hand, if you have the patience to wait for the perfect shot, if you can quiet the world around you and do what needs to be done, then look nowhere else but the Mountain Division. Scharfschütze, das können wir ja knicken, ich bin echt nicht so gut darin. Attention! Welcome to the Resistance. We do not have the luxury of time, as our enemies are closing in. So I will be brief. We are the pioneers of a new expeditionary force, specializing in sabotage and covert operations. We operate by night, raiding supply points for weapons and explosives, including the incendiary shotgun shells that spark flames, creating a hailstorm of fire that consume our enemies. If you want to join us, you must be willing to sacrifice everything for the good of your countrymen. We are the French Expeditionary Force.
we are the fire that will burn down the Axis Empire to the ground. Vive la Résistance! Vive la France! Yeah. Schrotflinten, okay, ich glaube, ich nehme das erste. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Okay, das ist mein Loadout. Damit könnte ich arbeiten. Alles klar, let's go. Sehr nice. Krieg ich hier sonst noch? Also wenn wir nach und nach mal anschauen müssen, wie das hier alles läuft. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal Team Deathmatch. Also ein bisschen leiser bitte. Also ich habe so ein paar Spiele gefunden, Halleluja. Der ist schon auf Level 8, Level 10, what? Was in Gottes Namen ist hier los? Team Deathmatch irgendwie breiter. Okay, mal gucken, wie wir uns so anstellen. Das wird nicht ganz so einfach. Ich hoffe, dass das mit dem Sound alles passt und alles sitzt. Ich hoffe es wirklich. Weil ich kann jetzt wirklich keine Garantie dafür übernehmen, dass es mit dem Sound alles passt, weil ich habe in letzter Zeit so viele Probleme mit dem Sound, keine Ahnung, ich habe alles bei mir gecheckt, was ich checken kann. Deswegen hoffe ich einfach, dass es funktioniert. Und dann den Feind jagen. Oh, das ist nice. Denkt an eure Ausbildung! Macht uns stolz! Wir haben die Feuerhoheit! Oh, wir shit! Haben die Feuerhoheit verloren! Ey, die haben auch alle mehr Ahnung als ich, glaube ich. Ich bin jetzt zum ersten Mal auf dieser Karte unterwegs, mein erstes Spiel überhaupt. Wir brechen ihnen das Rückgrat! Ja, goddammit, ich bin noch gar nicht drin. Wir erleiden schwere Verluste! Oh, 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 oh. Komm, wo? Shit. 1-3. Wir haben den taktischen Vorteil. Weiter feuern! What? Der Feind erleidet schwere Verluste. Durchbrechen! Ah, okay, alles klar, gerade. Wow. God damn it. Aufklärungsmaschine sucht nach Zielen. Ach, ist einer von uns. Einer von uns. Ah.
X-Bombe wird abgeworfen! Wenn ich so halbwegs negativ rauskomme, ist das für mich schon positiv. Ungeschütztes Ziel! Jesus Christ. Ich hab 2-7. Oh. Maschinen in der Luft! Das kann nicht wahr sein, Alter. 2-9. Wir brauchen Verstärkung! Wir beherrschen sie! Weiter! Aufklärungsmaschine sucht nach Zielen! Von wo? Hier 10. Aufklärungsmaschine sucht nach Zielen. God damn it. Feuern und vorwärts! Steh unter schwerem Beschuss! Perfekter Schuss! Aufklärungsmaschine sucht nach Zielen! Hab das Schwein! One shot weg, das Scharfschütze. Alter, für die erste Runde ist es bis jetzt mega beschissen. Ich schmeiß eine Granate! Die Bewehr wird schlecht! What? Wie kommt der denn so schnell aus der Ecke raus? God damn it. Hier 13. Ja, 5-13, Bitch. Ist erledigt! Der Tag gehört uns! Puh, das war jetzt gar nicht so einfach, Alter, ohne Witz. Das war jetzt bis jetzt nicht so gut von mir, 5-13. So, liebe Leute, machen wir hier einen Folgenbreak fürs Zuschauen bei diesem kurzen Part. Bis dahin, haut rein und tschüss. 13-9, 12-9, 5, ey, wir beiden waren so schlecht, Alter. Oh mein Gott, wie gesagt, ich bin nicht so gut darin, wirklich nicht. Aber ich habe mal ein bisschen was rausgehauen, was geht.